Der spirituelle Name Dharmadeva. Dharmadeva bedeutet der Gott des Dharma, der Gott von Gesetz, Recht, religiöser Ordnung. Dharmadeva ist auch eine Bezeichnung des Todesgottes Yama. Wenn du den spirituellen Namen Dharmadeva hast, dann kommt eine andere Bedeutung zum Tragen. Dann könnte man sagen, Dharmadeva ist derjenige, dem Tugend, Rechtschaffenheit und Spiritualität sein Gott sind. Oder derjenige, der durch Gott zu Dharma kommt, also zu richtigem Handeln, zur Tugend, zur Rechtschaffenheit. Oder auch derjenige, der durch Dharma, Rechtschaffenheit und Tugend und seine Pflichterfüllung Deva, Gott, verwirklicht. Dharma kann auch heißen, alle Tugend, ist aber auch Spiritualität, Lehre. Im Buddhismus zum Beispiel spricht man von Dharma, Dhamma als die Lehre, die spirituelle Lehre. Und Deva kann man auch sagen, leuchtend, strahlend. Manchmal wird Deva sogar als Engel übersetzt. Dharma Deva, also auch der Engel der Tugend, Tugendengel, oder auch derjenige, der Rechtschaffenheit durch sich strahlen lassen will. Du siehst also, Dharmadeva, viele verschiedene Bedeutungen und Nuancen. In jedem Fall heißt es, tue das Gute, tue das Richtige, sei regelmäßig in deinen spirituellen Praktiken, führe ein ethisches Leben und hilf anderen. So kommst du zur Gottverwirklichung.